Die Regionalliga kurz vor dem Zielstrich. Der SV Rödinghausen gegen Alemannia Aachen. Zwei Mannschaften, die jede für sich eine starke Saison gezeigt haben. Der SVR als bester Aufsteiger, die Alemannia ein Aufstiegskandidat trotz der jüngsten Punktverluste. Etwa 400 Fans hat die Alemannia mitgebracht, die Aachener ja zum ersten Mal hier im Hecker-Wien-Stadion. Ein erster Angriff für Rödinghausen, für Marius Bülter. Den Gladbachern hat man ja kürzlich hier in die Suppe gespuckt. Mal sehen, ob das heute ähnlich gelingt. Dies eine Aktion mit Aytürk Gecim. Und dann eine Viertelstunde rum, jetzt geht es blitzschnell, Balleroberung Aachen, Behrens, ratzfatz geht das, dann ein Foul, aber die Alemannia spielt weiter und sie macht das gut. Starker Pass und stark vollendet. Viktor Meier bringt die Gäste in Führung und da sah die SVR-Abwehr alles andere als souverän aus. Aber Rödinghausen mit ziemlich viel Ballbesitz, das erinnert phasenweise an das Hinspiel. Da gab es auch viel Anerkennung, allerdings auch wenig Effektivität auf Seiten des Aufsteigers. Bei Aachen sieht das gefährlicher aus, Flanke Legend, aber mit dem Kopf klärt Felix Frank. Aachen mit guter Spielanlage, top besetzt in allen Mannschaftsteilen. Da fällt es schwer, Chancen zu kreieren. Hier eine der besten, die Flanke von Evers und erneut Marius Bülter. Und jetzt Achtung, Aachen, der Pass von Hackenberg und dann Behrens. Kevin Behrens setzt sich gegen Malte Beermann durch und in der Mitte wieder Meier, Viktor Meier, Mensch Meier. 2-0 für Aachen und 33 Minuten gespielt. Aachen enorm effektiv, der SVR nur selten mit Versuchen wie hier durch Gecim, aber kein Problem für Alemannias Torwart Löhe. Zur Pause 0-2 und vor der zweiten Hälfte natürlich gute Vorsätze beim SVR, aber dann dieser Start, ein Fehler von Lehnemann und die Alemannia sagt Danke. Der Pass von Behrens zu Graudenz, Fabian Graudenz erhöht auf 3-0. Keine 51 Minuten sind rum und jeder, der einigermaßen häufig zum Fußball geht, ahnt, damit ist die Sache gelaufen. Das war eine halbe Chance, sagen wir mal, nach der Flanke von Gecim für Smarzoch und dann ein Wechsel, wozu noch was zu sagen ist. Für Aytürk Gecim kommt Florian Rüther. Florian Rüther hat sicherlich nicht immer glücklich gespielt diese Saison. Das war auch von sehr durchwachsen, hat aber die letzten Spiele sehr ordentlich gemacht und das ist dann auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Und da er ausgerechnet zu Alemannia Aachen wechselt und ich dann auch mal Spieler probieren muss, die nächste Saison hier, junge Spieler, die nächste Saison hier für uns in Frage kommen, war das, denke ich mal, folgerichtig, dass der Aytürk hier gespielt hat. Auch wenn man Florian Rüther von der Leistung der letzten Woche nichts vorzuwerfen hat, er möglicherweise die Berechtigung gehabt hätte zu spielen. Dann sind 70 Minuten rum und da David Müller zerrt am Trikot von Behrens und sieht dafür gelb. Und dann muss er wohl noch zwei, drei Takte gesagt haben, denn der Schiedsrichter zieht auch noch rot. Gelb-rot, Platzverweis für David Müller mit ein bisschen, wie heißt das so schön, Fingerspitzengefühl, wäre es vielleicht auch ohne Feldverweis gegangen, aber sei es drum. Eine letzte Aktion, es war nicht anders zu erwarten, in Unterzahl bringt Rödinghausen die Aachener nicht mehr in Gefahr. Diesmal war es nichts mit in die Suppe spucken. Es bleibt beim 0-3, die Tabelle, sie lügt mal wieder nicht, die Mannschaft von oben gewinnt bei der aus dem Mittelfeld. Ich denke, wir haben es auch gezeigt gegen Gladbach, dass es anders gehen kann, aber ja, wir hatten heute einfach dafür dann auch nicht die spielerischen Mittel, die wir da vielleicht hatten, dafür ist die Aachen dann auch zu erfahren im Vergleich zu Gladbach. So schlecht waren wir auch nicht, muss man sagen. Also wir waren in den Zweikämpfen da, das waren letztendlich drei Fehler, die dann bestraft wurden. Und dann liegt es halt rein und zurück. Einmal weniger nachher, da haben die das souverän zu Ende gespielt und dann ist da kaum was zu machen.
das Ergebnis täuscht über ein paar Dinge hinweg, die hier passiert sind. Ganz ehrlich, in der ersten Halbzeit liegen wir 2-0 zurück, haben Aachen eigentlich nur zwei Chancen gegönnt, beziehungsweise selber aufgelegt. Das muss man auch fairerweise sagen. Die von der Effektivität waren die Aachener heute kaum zu überbieten. Glaube ich, dann nach der Halbzeit das dritte war dann die auch die dritte Torchance. Und dann liegt man 3-0 zurück, weiß nicht ganz genau warum, weil man eigentlich ein offenes Spiel geliefert hat. Und dann ist natürlich gegen so eine Truppe, die auch sehr clever und bissig im Zweikampf war heute und sehr effektiv war, ist die Messe natürlich dann gesungen. Das, was wir uns vorgenommen haben, hat die Mannschaft einfach sehr gut umgesetzt. Wir haben natürlich zu guten Zeitpunkten auch die Tore gemacht, aber vor allem die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir dann auch immer wieder den Weg Richtung Tor gesucht haben, wenn auch nicht jeder Ball funktioniert hat, aber einfach der Versuch ist ja schon da. Dadurch kann der Gegner natürlich auch nicht so öffnen, wie sie das vielleicht machen müssen im Rückstand. Hat einfach war sehr gut anzusehen. Ich denke, wir haben eine sehr gute Saison gespielt, gerade als Aufsteiger. Ja, letzter Lippstadt beispielsweise ist auch sofort wieder runtergegangen. Das wollten wir vermeiden, das haben wir vermieden. Und jetzt wollen wir schauen, dass wir noch 3 bis 4 Punkte holen, 3 bis 6 Punkte holen. Heute war es so im Vergleich zum Hinspiel. Hinspiel sind wir die erste Halbzeit vor allem nur hinterhergelaufen. Heute hatten wir durchaus auch Ballbesitz. Konnten mit unserem Ballbesitz heute, würde ich sagen, mehr anfangen wie Rödinghausen. Und deswegen ist, glaube ich, unterm Strich auch das Ergebnis so verdient. Sicherlich ist theoretisch kein Abstieg mehr möglich seit einigen Wochen, aber wir spielen hier Regionalliga. Wir haben hier eigentlich jedes Wochenende ein Event. Wir müssen sehen, dass wir uns hier akklimatisieren, auch für die nächste Saison. Und deswegen gibt es hier kein Nachlassen irgendwo, weder gegen Bochum 2 oder das letzte Spiel gegen Oberhausen. Das sind wir unseren Zuschauern und uns selber auch schuldig, auf jeden Fall.